Das Jahr war 1913 und Woodrow Wilson war Präsident. Mächtige Banker erreichten nach Jahren gescheiterter Versuche ihr langersehntes Ziel. Ein stiller Staatsstreich, durch den sie die Kontrolle über die US-Regierung übernahmen. Im ersten Schritt ihrer Machtübernahme brachten sie den Staatssekretär Philander Knox dazu, dem amerikanischen Volk vorzulügen, dass der 16. Verfassungszusatz über die Einkommenssteuer von den einzelnen Bundesstaaten gesetzeskonform ratifiziert worden war. Die Banker wussten, dass diese Steuergelder letztendlich in ihren Taschen landen würden. Durch diesen Schwindel wurde den Bürgern weisgemacht, es gäbe eine Steuer auf ihre Arbeit. Der Kongress und der Präsident wissen über diesen Schwindel Bescheid. Und die Sache wurde sogar erst vor kurzem in einem Gerichtsfall zitiert. Im selben Jahr begingen die Banker ihren zweiten Schwindel. Der mit Abstand diabolischste, dem das amerikanische Volk jemals zum Opfer fiel. Sie bestachen Senatoren, damit jene das Gesetz über die Notenbank Federal Reserve ohne den notwendigen Verfassungszusatz verabschiedeten. Als Zeitpunkt wählte man die Weihnachtsfeiertage, während denen viele Senatoren zu Hause mit ihren Familien feierten. Auf diese Art und Weise wurde das verfassungswidrige Gesetz über die Federal Reserve verabschiedet. Die Banker waren sehr clever und sie wussten, dass derjenige, der die Währung Amerikas herausgibt, die Regierung kontrollieren würde. Die Banker hatten gewonnen und die Bürger hatten verloren, weil die meisten Politiker ihre Seele für Dollars verkaufen. Seit diesem Zeitpunkt konnte die Federal Reserve legal Dollars drucken. Mayer Rothschild sagte: "Wenn man mir die Kontrolle über das Geld einer Nation gibt, dann ist es mir egal, wer die Gesetze macht." Er wusste, dass er und weitere Banker die Gesetze des Landes kontrollieren würden. Die Regierung trat eine ihrer wichtigsten Befugnisse an die Banker ab und musste von jenem Zeitpunkt an von den Bankern Geld leihen und ihnen dafür Zinsen zahlen. Die Bürger Amerikas waren gezwungen, ihren Lebensstandard zu senken und eine Einkommensteuer an die Regierung zu bezahlen, nur damit die Regierung den Bankern mehr Profite bescheren konnte. Präsident Woodrow Wilson, der das Federal Reserve Gesetz unterzeichnet hatte, sagte später voller Bedauern: "Ich bin ein sehr unglücklicher Mann. Ich habe unbeabsichtigt mein Land ruiniert. Eine große Industrienation wird nun kontrolliert durch das Kreditsystem. Wir sind keine Regierung der freien Meinung, keine Regierung der Überzeugung und der Wahlmehrheiten mehr, sondern eine Regierung, die bestimmt wird von der Meinung und der Kontrolle einer kleinen Gruppe mächtiger Männer." Die Federal Reserve wurde im Jahr 1913 vom Kongress geschaffen und ihr wurde die Befugnis zuerkannt, die zuvor dem Kongress laut Verfassung zustand: das Herausgeben von Geld und die Regulierung des Geldwertes. Wie ist dein Name? Jane Crafting. Hi Jane, ich bin Aaron Russo. Ich habe den Film Die Glücks... Ist das ein Scherz? Nein, kein Scherz. Ich habe den Film Die Glücksritter mit Eddie Murphy und The Rose mit Bette Midler produziert. Ich mache gerade einen neuen Film und ich möchte herausfinden, ob es ein Gesetz gibt, laut dem US-Bürger eine Einkommensteuer zahlen müssen. Zahlen Sie die Steuer? Ja, das tue ich. Haben Sie je ein Gesetz gesehen, laut dem Sie die Steuer zahlen müssen? Ob ich das Gesetz schwarz auf weiß gesehen habe? Nein. Sie zahlen die Einkommensteuer, nehme ich an. Eigentlich ja. Letztes Jahr habe ich allerdings keine gezahlt. Oh, habt ihr das auf Band? Ich zahle meine Steuer. Meine Frage an Sie lautet: Haben Sie jemals ein Gesetz gesehen, laut dem Sie eine Einkommensteuer zahlen müssen? The
Das Gesetz sind die mit den Polizeimarken und den Knarren, die dich in den Knast stecken. Ehrlich gesagt kann ich die Steuerbehörde nicht ausstehen. Das sind finstere Typen. Fürchten Sie die Steuerbehörde IRS? Nicht wirklich. Ich bin Kanadier. Ich habe gehört, die IRS ist verfassungswidrig. Aber ich will keinen Ärger und zahle. Wenn es kein Gesetz gibt und ich nicht fürchten müsste, dass sie mich ins Gefängnis stecken, dann würde ich die Steuer nicht bezahlen. Nein, dann würde ich keine Einkommensteuer zahlen. Keine Frage. Ich würde nicht zahlen. Warum würde irgendjemand zahlen? Die sagen, wir müssten zahlen, sonst sind wir schlechte Amerikaner. Würden Sie zahlen? Nein. Würden Sie zahlen? Nein. Warum würde man Steuern zahlen, wenn man nicht muss? Die Einkommensteuer ist nicht legal, denn es ist eine direkte Steuer und wird nicht aufgeteilt, wie es die Verfassung verlangt. Wenn es verfassungswidrig ist, warum zahlen wir dann? Natürlich hatte ich erwartet, dass es ein Gesetz gibt, auf das man verweisen kann, laut dem man die Einkommensteuer zahlen muss. Natürlich. Ich hatte zwar so ein Gesetz nicht gekannt, als ich mit ihm sprach, aber naiv wie ich war, meinte ich, ich werde es nachschlagen und mich wieder bei ihm melden. 3,5 Monate später war ich an dem Punkt angelangt, an dem ich eingestehen musste, dass ich kein verpflichtendes Gesetz finden konnte. Ich sah für mich keine Alternative, als zu kündigen. Ich musste den IRS verlassen, denn ich legte meine gesammelten Beweise dafür vor, dass der IRS das Gesetz bricht und die Rechte der Bürger verletzt. Ich bat die Steuerbehörde um eine Antwort auf meine ernsten Bedenken. Und die Antwort, die ich erhielt, lautete, dass sie mir keine Antwort geben und sie mir die nötigen Papiere für meine Kündigung zukommen lassen würden. Am 7. Juli 2000 wurde in der Zeitung USA Today eine 4-seitige Anzeige der Bürgerstiftung für Verfassungsbildung veröffentlicht. Darin enthalten war die Herausforderung, dass der Erste, der das Gesetz aufzeigen kann, $50,000 gewinnt. Ich wollte dieses Geld gewinnen. Also machte ich mich ans Recherchieren und war überzeugt davon, gleichzeitig den Sachverhalt aufklären und den Gewinn einstreichen zu können. Während all den Recherchen, die ich im Jahr 2000 durchgeführt hatte und mit denen ich noch immer beschäftigt bin, fand ich dieses Gesetz nicht. Ich fragte den Kongress, wir fragten viele Leute beim IRS und sie können keine Antwort geben, denn wenn sie dies täten, dann würde das amerikanische Volk herausfinden, dass die ganze Sache ein Betrug ist. Es überraschte mich, von diesen hochgebildeten und hochdekorierten IRS-Beamten zu hören, dass es kein Gesetz gibt, laut dem die amerikanischen Bürger die Papiere für die Einkommensteuer ausfüllen und die Steuer bezahlen müssen. Seit ich gegangen bin, habe ich keine Einkommensteuer mehr bezahlt. Ich habe die Steuer seit 1999 nicht mehr bezahlt. Ungefähr 67 Millionen Bürger zahlen nicht. Ich entschied mich, nach Washington zu fliegen und an der Pressekonferenz der Stiftung namens Wir das Volk teilzunehmen. Sie wollen eine Sammelklage gegen den IRS führen, die von über 3000 Menschen unterzeichnet wurde, denn der IRS weigert sich, das Gesetz zu zeigen, laut dem Amerikaner eine Einkommensteuer zahlen müssen. Ich war sehr neugierig darüber, warum sich der IRS weigert, den Bürgern das Gesetz zu zeigen. Es sollte doch oberflächlich betrachtet eine ganz einfache Sache sein.
Ich war skeptisch gegenüber den Vorwürfen der Bürgerstiftung. Es muss doch wohl ein Gesetz geben. Uns wurde doch schließlich wieder und wieder gesagt, wir müssten die Einkommensteuer bezahlen. Die meisten Menschen glauben, das Einkommensteuersystem sei legal und die Einnahmen durch die Steuer kämen den Bürgern zugute. Jedoch gibt es genügend substanzielle Beweise, die schlüssig belegen, dass das Einkommensteuersystem die schädlichste Form von Tyrannei repräsentiert. Es ist der größte Schwindel der Regierung, dem die arbeitenden Männer und Frauen jemals zum Opfer fielen. Die amerikanischen Bürger und die Stiftung haben den IRS aufgefordert, die genaue rechtliche Grundlage offenzulegen, auf deren Basis sie die Einkommensteuergesetze in diesem Land durchsetzen. Wenn jemand auf Bundesebene einen wesentlich höher gestellten Funktionär kontaktieren möchte, wie beispielsweise einen Commissioner, dann wird man Antworten bekommen, die im Prinzip keine Antworten sind. Draußen befinden sich Leute, die unterstellen, es gäbe kein Gesetz, laut dem man die Steuern zahlen muss, und dass sie ihre Petition nicht beantworten wollen. Müssen wir die Steuern zahlen? Ich habe meine Steuern gezahlt, seitdem ich meinen ersten Job hatte. Und die Steuern sind ein Fundament unserer Gesellschaft. Jene von uns, die die Leistungen von der Regierung verlangen, sei es die Verteidigung unseres Landes durch das Militär oder die Erziehung unserer Kinder oder der Umweltschutz. Wir müssen für diese Leistungen bezahlen. Ich denke also, ja, es gibt eine fundamentale Verpflichtung, die von den Leuten verstanden und akzeptiert wird. Joe Bannister und ich trafen uns im Weißen Haus, zusammen mit Clintons Wirtschaftsberater Jason Furman. Er nahm die Beschwerde an Clinton entgegen. Am 2. Juni rief ich ihn an und seine Worte lauteten: Wir haben entschieden, dass das Thema Legalität der Einkommenssteuer keine hohe Priorität im Weißen Haus besitzt und wir werden an keiner Konferenz zu dem Thema teilnehmen. Ich habe mich entschlossen, in einen Hungerstreik zu treten, bis ich entweder sterbe oder die Regierung ihre Experten zu uns schickt, damit sie sich mit den Experten der Bewegung für Ehrlichkeit im Steuersystem treffen und mit der Hilfe des Kongressabgeordneten Bartlett eine Einigung finden. Es freut mich sehr, dass wir in den letzten Wochen und Monaten eine Abmachung mit dem IRS und dem Justizministerium erreichen konnten. Denn einige der Fragen übersteigen den Bereich des IRS, dass beide an einem Symposium teilnehmen werden, wo dann diese Fragen formal behandelt werden können. Vergangenes Erntedankfest wurde Kongressabgeordneten Bartlett mitgeteilt, dass der IRS und das Justizministerium nicht an dem Symposium teilnehmen werden. Kongressabgeordneter Bartlett wartete bis Ende Januar und teilte mir dann mit, dass er ebenfalls nicht teilnehmen werde. Warum denken Sie, dass Sie damit davonkommen werden, solange Ihre Einkommensteuer nicht zu zahlen? Zunächst einmal versuche ich nicht mit irgendetwas davonzukommen und ich verstecke mich auch vor niemandem. Ich frage einfach den IRS, mir die Gesetze zu zeigen, laut denen ich angeblich zahlen muss. Und der IRS ist verdächtigerweise unwillig, meine Fragen zu beantworten oder die Fragen von Millionen anderen Leuten oder von den Bürgerinitiativen. Der IRS handelt sehr verdächtig, wenn sich die amerikanischen Bürger mit ihnen an einen Tisch setzen wollen, um klarzustellen, was die gesetzlichen Verpflichtungen sind, und anstatt den Leuten einen Stuhl anzubieten, holen sie einen Knüppel hervor. David K. Johnston von der New York Times fragte Terry Lemons vom IRS: Warum beantwortet der IRS nicht die Fragen aus den Petitionen der amerikanischen Bürger? Mr. Lemons' Antwort lautete: Die Regierung beantwortet die Fragen durch Vollstreckungshandlungen in den Gerichten.
Dies ist eine sehr bedrohliche Aussage über den Einsatz brachialer Gewalt durch die Regierung anstelle von Zivilisiertheit und Logik. Die Bundesregierung selbst weigert sich, das Gesetz zu nennen, auf dessen zugrunde liegender rechtlicher Basis dem amerikanischen Volk durch Zwang das Geld weggenommen werden darf. Es gibt kein Gesetz. Es gibt kein Gesetz, laut dem der durchschnittliche amerikanische Arbeiter im Privatsektor eine direkte, nicht aufgeteilte Steuer auf seine Arbeit entrichten muss als Kompensation für Dienstleistungen. Es gibt kein Gesetz. Die Demonstration vor dem IRS-Gebäude wurde aufgehalten. Sie werden nun eine Sammelklage gegen den IRS führen. Das ist sehr mutig. Ich lege für das amerikanische Volk eine Beschwerde gegen den IRS ein. Der Beschwerde beigefügt ist eine eidesstattliche Erklärung von Robert Schulz. Der Fall wird aufgenommen. Wir werden Ihnen die Fallnummer telefonisch mitteilen. Ich bedanke mich. Heute hat das Volk zu seiner Regierung gesagt, dass es sich seine Rechte nicht länger vorenthalten lassen wird und dass es Antworten auf seine gesetzeskonforme Petition bekommen wird, so wie es im ersten Verfassungszusatz zur Klärung von Missständen garantiert wird. Ein für alle Mal werden wir eine Antwort bekommen. Am 31. August 2005 entschied Bundesrichter Emmett Sullivan, dass die Regierung nicht die Fragen ihrer Bürger beantworten muss, obwohl dies eigentlich von dem ersten Verfassungszusatz garantiert wird. Unsere Richter haben entschieden, dass die Regierung nicht die Gesetze zeigen muss, die sie vollstreckt. Die Massenmedien haben nicht darüber berichtet. Haben wir diesem Richter die Autorität verliehen, die Verfassung aufzuheben, das Fundament Amerikas? Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass unser Steuersystem in Geist und Substanz unamerikanisch geworden ist. Der Tod und das Zahlen von Steuern mögen unausweichlich sein, ungerechte Steuern sind es jedoch nicht. The country's taxes must be fixed and I know what to do with it. If you think you're paying too much now, just wait till I get through with it. Mr. Handley, ich möchte Sie was fragen. Was macht die Regierung mit all den Steuern, die wir bezahlen? Eines der ersten Dinge, die Präsident Reagan nach seiner Wahl tat, war die Besetzung eines Stabs von Wirtschaftsleuten, angeführt von Peter Grace. Man nannte es gemeinhin die Grace-Kommission. Und ihre Aufgabe war es, über alle verschiedenen Bereiche der Bundesregierung Recherchen anzustellen und Berichte zu verfassen. Ein Zitat von der Grace-Kommission lautet: 100% von den Einnahmen werden von den Zinsforderungen auf die Staatsschulden aufgefressen. Alle Einnahmen durch die Einkommensteuer sind verschwunden, bevor auch nur ein einziger Cent für die Leistungen ausgegeben wurde, die die Bürger von ihrer Regierung erwarten. Da wir die Gehälter der Kongressabgeordneten und Senatoren bezahlen, sind sie von uns abhängig, oder? Ja. Warum können wir sie dann nicht genauso wie Kinder von unseren Steuern absetzen? Man hat uns einer Gehirnwäsche unterzogen. Uns wurde erzählt, man brauche das Einkommensteuersystem, um die Regierung zu finanzieren, was absolut lächerlich ist. Wenn die Behauptung wahr wäre, wie konnten wir dann die Regierung von 1776 bis 1913 finanzieren? Der Hauptzweck der Einkommensteuer ist nicht das Erhöhen der Einnahmen, sondern die Umverteilung von Reichtum und die Kontrolle über die Gesellschaft. Viele Leute fragen bestimmt, was würde ohne Einkommenssteuer aus den Schulen werden? Die Leute wissen nicht, dass das Erziehungssystem größtenteils durch Steuern der Bundesstaaten und örtliche Steuern wie die Grundsteuer finanziert wird. Manche Leute könnten fragen, wie sollen wir neue Straßen bauen und die existierenden instand halten, wenn kein Geld eingenommen wird? Tja, da gibt es eine Steuer auf jede Gallone Benzin, die Leute kaufen. Einnahmen durch die Einkommenssteuer werden nicht für die Straßen verwendet. Die Menge an Geld, die wir für Verteidigung ausgeben, entspricht genau den Einnahmen durch die Einkommenssteuer, die die Konzerne zahlen müssen. Die Einkommensteuer für Konzerne ist legal und verfassungsgemäß. Man sollte die Einkommensteuer aus mehreren Gründen ablehnen. Einer der Gründe ist, sie ist das Instrument des Totalitarismus. Ein Werkzeug, mit dem die Regierung die Leute manipulieren kann und sie in ein System der Knechtschaft zwingt. Jedes Jahr geben wir der Regierung ein Formular, auf dem Informationen über unser Geld steht. Wenn wir lügen, können wir dafür im Gefängnis landen.
Wir müssen der Regierung eine Finanzauskunft geben, die einen ins Gefängnis bringen kann, wenn sie nicht völlig akkurat ist. Die Regierung muss eigentlich genau das Gleiche tun. Sie muss uns laut Gesetz eine Finanzauskunft geben, in der aufgeführt ist, was sie mit unserem Geld gemacht hat. Der Unterschied ist, wir kommen der Forderung nach, die Regierung nicht. Im Geschäftsjahr 1999 gab das Pentagon an, es hätte 1.300 Milliarden Dollar an undokumentierbaren Beträgen. Im darauffolgenden Jahr hatten sie 2.300 Milliarden Dollar an undokumentierbaren Beträgen. Ich entschied mich, den IRS anzurufen, und ich sprach mit Anthony Burke von ihrem Medienbüro. Er war sehr freundlich zu mir, und ich erklärte ihm, ich sei ein hochdekorierter Filmproduzent und wolle einen Dokumentarfilm über den IRS machen. Er schien darüber ein wenig erstaunt zu sein und sagte mir, dass weder Commissioner Evans noch sonst irgendjemand vor laufender Kamera über die Einkommensteuer reden würde. Er meinte, er würde mich zurückrufen, und ich dankte ihm. Ich wunderte mich aber, warum es die Regierung einem so schwer macht, das Gesetz zu Gesicht zu bekommen. Ich entschied mich also, mein Team zum IRS-Gebäude zu holen und irgendeinen IRS-Angestellten zu finden, den ich interviewen konnte. Folgendes geschah. Ich sagte, Sie können hier nicht filmen, das ist alles. Wie können Sie mir sagen, ich darf hier nicht filmen? Sagen Sie mir, laut welchem Gesetz das so sein soll. Können Sie mir das Gesetz zeigen, laut dem ich hier nicht filmen darf? Ist Amerika ein freies Land? Ich sagte ihm, er darf hier nicht filmen. Er stellt 1 Million Fragen und ich sagte ihm, es gäbe ein Bundesgesetz. Ich sagte ihm, er darf hier nicht filmen und er meinte, er wäre ein Bürger und so weiter. Wo ist das Gesetz, laut dem ich hier nicht filmen darf? Alles, was ich frage, ist... Dann kamen Beamte des Heimatschutzes, weil ich anscheinend eine Bedrohung für Washington darstellte. Haben Sie eine Lizenz? Ja, das habe ich. Halten Sie das Ding weg von mir. Ich musste den Heimatschutz davon überzeugen, dass ich nicht Osama Bin Laden war. Ich wünschte mir, der IRS würde mir erlauben, jemanden zu interviewen. Warum wollen Sie mir das Gesetz nicht zeigen? Warum sind Sie so nervös? Mir kam ein bedrohlicher Gedanke. Was, wenn wir unsere eigene Regierung zu fürchten haben? Mit diesem Gedanken im Kopf traf ich mich mit einer Gruppe Steuerexperten. Sie können die Statuten durchkämmen und das Gesetz suchen, laut dem Sie bezahlen müssen. Sie werden kein Gesetz finden, laut dem der Durchschnittsamerikaner eine Einkommensteuer entrichten muss. Die Verfassung gestattet zwei Arten von Steuern, direkte und indirekte. Die Bundesregierung darf laut Verfassung fast alles besteuern, solange direkte Steuern aufgeteilt werden. Eine indirekte Steuer, wie zum Beispiel die Verbrauchssteuer auf Benzin, kann vermieden werden, indem ich statt im Auto mein Fahrrad fahre. Ich kann die Tabaksteuer umgehen, indem ich nicht rauche oder meinen eigenen Tabak anbaue. Die Einkommensteuer, die vollstreckt wird, erfüllt weder die nötigen Kriterien einer direkten noch einer indirekten Steuer. Der IRS behauptet, dass seit 1913 der 16. Verfassungszusatz eine dritte Art von Steuern gestattet. Wie hat der oberste Gerichtshof darüber entschieden? Der oberste Gerichtshof im Fall Stanton gegen Baltic Mining legte klipp und klar fest, die Bestimmungen des 16. Verfassungszusatzes gestatten keine neue Möglichkeit der Besteuerung. Im Rouge-Aber-Fall wurde festgehalten, dass der 16. Verfassungszusatz keine neuen Steuern schuf und keine Einschränkungen der Besteuerungsbefugnisse aufhob, die in der Verfassung festgehalten sind. Es gab noch weitere große Fälle vor dem obersten Gerichtshof in der Zeit von 1916 bis 1923. Fall Stratton Independence gegen Hobart, Southern Pacific gegen Lowe, Carby gegen Kerbo Empire, Burnett gegen Hermel, Doyle gegen Mitchell. Die Sache ist eigentlich sehr simpel. Der Kongress versuchte ein Einkommensteuergesetz im Jahr 1894 zu verabschieden und der oberste Gerichtshof erklärte das Gesetz für verfassungswidrig. Wenn der oberste Gerichtshof etwas für verfassungswidrig erklärt, dann ist die Sache verfassungswidrig. Man versuchte es im Jahr 1913 nochmal und der oberste Gerichtshof entschied, dass der 16. Verfassungszusatz keine neuen Befugnisse zur Besteuerung gewährt. Wenn Sie damals das Recht nicht bekamen und es Ihnen danach ein zweites Mal verwehrt wurde, dann haben Sie es heute auch nicht. Es gibt keine verfassungsmäßige Basis dafür, dass die amerikanischen Arbeiter in den 50 Bundesstaaten eine Einkommensteuer zahlen müssen. Punkt.
Ende der Debatte. Ich habe hier einen Brief vom Büro Daniel Inouye vom amerikanischen Senat. Heißt, laut den Nachforschungen des Untersuchungsdienstes des Kongresses gibt es keine Bestimmungen, laut denen ein Individuum eine Einkommensteuer zahlen muss. Punkt, Ende der Geschichte. Es gibt kein Gesetz. Und bis heute konnte noch niemand ein Gesetz zeigen, laut dem der durchschnittliche amerikanische Bürger eine Einkommensteuer zahlen muss. Die Definition von Einkommen in der Verfassung wurde im Fall Eisner gegen Montgomery gegeben. Und es ist die Rede von Gewinnen oder Profiten, die durch gewisse Aktivitäten erzielt werden. Fall Doyle gegen Mitchell, 2471 US 179, Jahr 1918. Das Konzept von Gewinn oder Zunahme durch unternehmerische Handlungen. Es sind nicht Löhne gemeint, Dividenden oder Unterhalt, sondern Gewinne und Zuwachs durch unternehmerische Aktivitäten. Die Klagen der Regierung gegen die Bürger in Steuersachen sind nichts weiter als substanzlose Beschuldigungen, die nie von einem Gericht bestätigt wurden. Wenn Sie jemals eine Ankündigung für eine Steuerprüfung bekommen, sollten Sie zuerst unter dem Informationsfreiheitsgesetz eine Forderung einreichen, nach allen Dokumenten, die die Steuerbehörde als Rechtfertigung für die Überprüfung benutzt hat. Es steht nichts in den Gesetzen des IRS, laut dem das Nichtbezahlen der Einkommenssteuer ein Verbrechen sei. Nichts in den IRS-Gesetzen gestattet die Beschlagnahmung von Eigentum. Die Regierung betreibt gerichtliche Erpressung und sie weiß, dass wenn sie jemandes Besitz beschlagnahmt, diese Person sich keinen Anwalt zur Verteidigung mehr leisten kann. Ich führte Ermittlungen durch im 18-Gesetz und die Bestimmungen und Statuten legen eindeutig fest, was die Verstöße sind. In dem IRS-Gesetz 26 steht nichts Konkretes. Sogar das FBI fürchtet den IRS. Sie müssen verstehen, dass eine Bundesbehörde, die illegalerweise eine Steuer erhebt, die gar nicht existiert, darauf pfeift. Wenn wir Bürger unsere Rechte nicht kennen, dann werden die uns sicher nicht aufklären. Wenn die US-Bürger erfahren, dass der IRS sie wissentlich täuscht, dann werden sie sich erheben und dem ein Ende setzen. Dieses kleine Büchlein enthält die Verfassung, die Bill of Rights und die Unabhängigkeitserklärung. Alle Bürger sollten diese Dokumente lesen, die eine ganze Nation befreit hatten. Dieses Buch hier enthält die Steuergesetze. Dieses Dokument und dessen unrechtmäßige Anwendung durch den IRS haben die Nation versklavt, welche dieses Dokument zu befreien versucht hatte. Ich war sehr beeindruckt von den Leuten der Bewegung für ehrliche Besteuerung. Sie waren keine Spinner, sondern sehr intelligent, hochgebildet und sehr ehrlich. Ich fragte mich, warum ich von all diesen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs nie in den Massenmedien gehört hatte. Ich wollte unbedingt die Meinung des IRS einholen, denn um der Sache auf den Grund zu gehen, musste ich beide Seiten anhören. Ich wünschte mir, Anthony Burke würde mich zurückrufen. Er schien ein ehrlicher Mann zu sein. Dann hörte ich meine Mailbox ab. Hallo, dies ist eine Nachricht an Aaron Russo. Hier ist Anthony Burke vom IRS. Lass mich dir ein paar Leute vorschlagen, mit denen du vielleicht sprechen möchtest. Zum Beispiel Don Alexander, ein ehemaliger Commissioner, der gerade hier in Washington ist. Oder Sheldon Cohen, ein ehemaliger Commissioner und ein ehemaliger Chefberater. Beide sollten deine Fragen darüber beantworten können, warum wir Steuern zahlen müssen. Wow, hört es sich an wie gute Nachrichten. Ich rief Sheldon Cohen an, einen ehemaligen Commissioner. Er verfasste das Steuergesetzbuch und war auch ein Chefberater des IRS. Er ist ein Experte und ich konnte keinen besseren finden, um meine Fragen zu beantworten. Er kam meiner Bitte nach einem Interview nach.
Der Grund, warum ich diesen Dokumentarfilm mache, ist, dass heute viele Amerikaner glauben, es gäbe kein Gesetz, wonach sie eine Einkommensteuer zahlen oder ein 1040-Formular ausfüllen müssen. Viele Leute gehen deswegen ins Gefängnis und kämpfen dagegen. Die IRS-Gesetze sind durch den 16. Verfassungszusatz gedeckt. Ich denke, Regierungen sollten transparent sein. Warum trifft sich der Commissioner des IRS nicht mit diesen Leuten und erklärt in einfachen Worten, warum? Ich denke nicht, dass es diesen Leuten etwas bedeuten würde. Ich denke, die spielen nur Wortspiele. Sie halten sie nicht für ernstzunehmend? Nein, nein. Was bedeutet dann freiwillige Erfüllung? Warum heißt es in den IRS-Gesetzen, die Erfüllung sei freiwillig und nicht zwingend? Das ist eine Umschreibung, die wir verwenden. Man redet auch von freiwilliger Einhaltung bei der Befolgung von Verkehrszeichen. Halten Sie um 2 Uhr morgens an einer Ampel an? Ja. Ist dort ein Polizist? Manchmal halte ich auch nicht an. Ich halte an. Die meisten von uns tun das. Richtig. Das ist freiwillige Befolgung. Das war eine totale Verdrehung der Logik. Laut Verkehrsgesetz ist das Anhalten an einer Ampel vorgeschrieben. Laut IRS-Gesetz ist die Befolgung freiwillig. Freiwillig und vorgeschrieben sind Gegenteile voneinander. Aber er will uns weismachen, sie bedeuten das Gleiche. Darf die Regierung also jemanden strafrechtlich verfolgen aufgrund von Angaben im 1040-Formular? Ja. Verletzt das nicht den 5. Verfassungszusatz? Nein. Aber laut dem 5. muss ich mich nicht selber belasten. Man belastet sich nicht, wenn man sein Einkommen angibt. Aber Sie sagten doch, man kann im Gefängnis landen. Der Commissioner will uns weismachen, dass, obwohl der IRS das Ausfüllen des 1040-Formulars verlangt und man dafür im Gefängnis landen kann, der IRS das vom 5. Verfassungszusatz garantierte Recht auf Aussageverweigerung nicht verletzt. Völlig absurd. Stimmt es nicht, dass der Begriff Einkommen nirgendwo in dem IRS-Steuergesetzbuch definiert wird? Das Gesetz sagt, die Regierung hat das Recht, Einkommen von jeder Einkommensquelle zu besteuern. Aber der Begriff Einkommen wird nirgends im IRS-Gesetz definiert. Es heißt Einkommen, ohne den Begriff zu definieren. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber es gibt viele verschiedene Arten von Steuern. Woher wissen die Bürger, was Einkommen bedeutet, wenn das Gesetz den Begriff nicht definiert? Denn wenn Sie eine Einkommensteuer zahlen... Die Gerichte haben das alle definiert. Erinnern Sie sich daran, was der Verfassungsanwalt Edward Vieira sagte? Die Definition von Einkommen in der Verfassung wurde im Fall Eisner gegen Montgomery gegeben. Und sie lautet Zuwächse oder Profite durch unternehmerische Tätigkeiten. Der oberste Gerichtshof hatte also entschieden, dass Einkommen nicht Löhne bedeutet, sondern Profite durch unternehmerische Tätigkeit. Ich glaube, dass jemandes Arbeit sein Besitz ist. Das ist deine Ansicht, aber es ist nicht das Gesetz. Der oberste Gerichtshof hat sogar gesagt, dass deine Arbeit ein Privateigentum ist. Wenn ich für jemanden arbeite, ist das ein Handel, ein ausgeglichenes Tauschgeschäft. Ich verrichte Arbeit und du gibst mir dafür Geld. In 1916 gab es den Rushaber und den Stanton-Fall. In beiden hieß es, der 16. Verfassungszusatz gab der Regierung keine neuen Besteuerungsbefugnisse. Ich werde nicht die Einzelheiten von diesem und jenem mit dir diskutieren. Und die Sache kam nochmals auf im Fall Peck gegen Lowe, wo der oberste Gerichtshof entschied, dass der 16. Verfassungszusatz nicht die Besteuerungsbefugnisse des Kongresses gegenüber irgendjemandem erweiterte. In anderen Worten, wenn man dich vor dem 16. Zusatz nicht besteuern konnte, dann konnte man es danach auch nicht. Heute habe ich eine Geschworene interviewt, die in einem Fall saß, und man befand den Angeklagten für nicht schuldig wegen dessen Nichtausfüllung des Steuerformulars. Ich fragte, warum diese Person für unschuldig befunden wurde, und es hieß, der IRS konnte das Gesetz nicht zeigen, wonach er das Formular ausfüllen muss. Alles, was die tun müssen, wenn es dieses Gesetz gibt, ist, uns das Gesetz zu zeigen. Was die natürlich nie taten. Und der Grund dafür war? Weil es das Gesetz nicht gibt. Laut Titel 26 muss man eine Einkommensteuererklärung abgeben. Aber muss IO 26 sich nicht nach den Entscheidungen des obersten Gerichtshofs richten? Du nimmst ein Urteil von 1920 als Maßstab für das ganze IRS-Gesetz, das danach verfasst wurde? Nein, das ist... Ich kann nicht glauben, was ich da eben gehört habe. Zurückspulen. Du nimmst ein Urteil von 1920 als Maßstab für das ganze IRS-Gesetz, das danach verfasst wurde?
Nein, das ist nicht... Hat er nicht vorher gesagt, dass der IRS vom 16. Verfassungszusatz autorisiert wurde? Der IRS ist autorisiert durch den 16. Verfassungszusatz. Der oberste Gerichtshof urteilte, dass der 16. Verfassungszusatz keine neuen Besteuerungsbefugnisse gewährt. Diese Urteile wurden nie aufgehoben. Hören wir weiter. Können die niederen Gerichte den obersten Gerichtshof überstimmen? Nein. Wie können sie dann Leute ins Gefängnis stecken, die keine Einkommensteuer zahlen, obwohl die Leute das laut dem obersten Gerichtshof gar nicht müssen? Muss sich das IRS-Gesetz nicht nach dem obersten Gerichtshof richten? Das hier ist Zeitverschwendung. Sie werden eh nichts von dem glauben, was ich sage. Er hat recht, ich glaube ihm nichts. Keiner sollte ihm glauben. Er will uns weismachen, wir müssen uns nach dem IRS-Gesetz richten, welches unter Missachtung der vielen Entscheidungen des obersten Gerichtshofs vollstreckt wird. Der oberste Gerichtshof traf die Entscheidung... Nein, 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 danke, wir sind hier fertig. Ich bedauere das, Mr. Cohen. Und mir tut es leid, dass Sie ständig auf diesem Punkt herumreiten. Sie sind verpflichtet, weil das Gesetz sagt, dass Sie verpflichtet sind, und die Gerichte sagen, dass Sie verpflichtet sind, und deshalb sind Sie verpflichtet. Er redet hier von den unteren Gerichten, die sich nicht dem obersten Gerichtshof fügen, was sie eigentlich tun müssten. Müssen sich die Gerichte nicht dem obersten Gerichtshof fügen? Der oberste Gerichtshof hat entschieden. Wo? Sie haben mich unvorbereitet erwischt. Ich komme später wieder. Das will ich nicht. Lassen Sie mich hypothetisch fragen. Nein! Sie bringen lächerliche Argumente hier. Warum sind Urteile des obersten Gerichtshofs lächerlich? Weil sie nicht anwendbar sind. Mir blieb fast das Herz stehen. Er sagte, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs sind nicht auf den IRS anwendbar. Dieses Verhalten erwartet man von einem totalitären Land wie China, Russland oder Kuba. Nicht von Amerika. Sie erfinden Gesetze, wie es ihnen passt. Da wusste ich, dass die Bewegung für Steuerehrlichkeit recht hatte. Der IRS gedeiht durch Einschüchterung und Angsteinflößung. Nicht durch das Gesetz. Das ist kein Unterschied zu Schutzgelderpressern, die dir dein Geld gewaltsam abknöpfen. Dann bedrohte der ehemalige IRS-Commissioner, der jetzt in einer prestigeträchtigen Anwaltskanzlei arbeitet, mich. Sehen Sie zu. Aaron, du verstehst Jiddisch. Gar nicht helfen. Für die, die kein Jiddisch verstehen, das heißt, nichts wird dir helfen. Jetzt war alles klar. Jetzt wusste ich, warum der IRS nicht vor laufender Kamera das Gesetz zeigen will. Ich verstand, warum all die Senatoren, die ich angerufen hatte, Interviews ablehnten. Es gibt das Gesetz nicht, und jetzt wissen Sie, was die Politiker und die Gerichte seit Jahrzehnten wissen und zu vertuschen versuchen. Die US-Verfassung verbietet eine direkte, nicht aufgeteilte Steuer auf die Löhne der amerikanischen Bürger. Der oberste Gerichtshof hat wiederholt geurteilt, dass die Einkommensteuer sich auf Zuwächse und Profite durch unternehmerische Tätigkeiten bezieht, nicht auf Löhne. Ich forderte für das amerikanische Volk vom IRS, mir die Statuten zu zeigen, die eine direkte, unaufgeteilte Steuer auf die amerikanischen Löhne gestatten. Wenn ich falsch liegen sollte, dann würde ich mich aufrichtig beim IRS entschuldigen. Wenn der IRS Unrecht hat und es das Gesetz nicht gibt, dann sollten alle aufgrund des Gesetzes Verurteilten sofort befreit und sämtlicher beschlagnahmter Besitz den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Wenn dies ein freies Land der Gesetze ist, dann soll der IRS dem amerikanischen Volk das Gesetz zeigen. Ich wollte verstehen, warum Jurys unschuldige Menschen verurteilen, die keine Einkommensteuererklärung abgegeben hatten, obwohl es kein Gesetz gibt, das dies vorschreibt. Ich sprach mit Marcy Brooks, eine Geschworene, die ihren gesunden Menschenverstand benutzte und nicht zuließ, dass der Richter die Geschworenen zu einem Schuldspruch nötigte. Es wurde gegen ihn wegen Nichtabgabe der Einkommensteuererklärung in 4 Fällen verhandelt. Unsere Frage lautete, was sollen wir hier entscheiden? Entweder er hat gezahlt oder nicht. Es kam uns nicht in den Sinn, dass er unschuldig sein konnte, obwohl er nicht zahlte. Auf der Ebene der Bundesregierung ist es kein Verbrechen, wenn man die Einkommensteuer nicht zahlt. Letztendlich hieß es, wenn wir den Typen drankriegen wollen, dann müssen wir das auf bundesstaatlicher Ebene tun. Man rief einen Beamten des IRS an. Agent Craner. 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 Ja. Yeah. Das ist Ken Doherty, ebenfalls Ermittler des IRS.
Bekamen Sie meine Forderung nach einer Kopie der Anordnung der autorisierenden Delegation? Ich sprach mit meinem Boss darüber und er meinte, meine Amtsmarke ist die Autorisierung. Ihre Amtsmarke ist die Autorisierung. Ich dachte, das müsste schriftlich sein. Die letzte Frage des Verteidigers lautete, haben Sie etwas davon niedergeschrieben? Agent Craner sah ihn an und sah uns an und sagte dann, ich habe nie etwas davon niedergeschrieben. Aber wir sahen auf dem Video, wie er Notizen aufschrieb. Ich dachte, der Richter müsste jetzt eigentlich sagen, Mr. Craner, Sie haben klar Meineid begangen. Es wurde nicht einmal bemerkt. Dann kam der Höhepunkt. Mr. Harrell blickte den Ankläger an und sagte, ich sage Ihnen, was ich Regierungsfunktionären wieder und wieder gesagt habe. Sie zeigen mir das Gesetz, laut dem ich eine Einkommensteuererklärung ausfüllen muss, und ich werde sie gerne ausfüllen. Unter welchen Bestimmungen muss ich, wie Sie behaupten, diese Dinge tun? Die Forderung ist in welcher Sektion der Bestimmungen? Meine Frage lautet, über welche Handlungen, zu denen ich laut Ihnen verpflichtet bin, reden wir hier? Ihre Frage war, was genau nochmal? Was ist die Sektion, die was? Ich glaube, ich verstehe Ihre Frage immer noch nicht, Mr. Arrow. Sie müssen sich auskennen mit Ihren Vollstreckungsbefugnissen, die Sie anwenden. Der Ankläger ignorierte ihn völlig. Und er fing an, über Mr. Harrell herzuziehen und attackierte ihn persönlich. Sie nennen uns Steuerhinterzieher und Fanatiker und Spinner. Mir ist es egal, wie Sie mich nennen, aber ich habe eine Frage an Sie. Wo ist das Gesetz? Zeigt mir das Gesetz. Sie können keine vernünftige Debatte riskieren, weil Sie die verlieren würden. Sie müssen Leute beleidigen und sagen, es sei unverschämt. Wir fühlten eine generelle Arroganz bei Ihnen und wir hatten das Gefühl, Sie wollten Mr. Harrell an die Wand klatschen. Und wir sollten Ihnen dabei helfen. Richter Kuchen blickte uns an und sagte, ich werde die Jury dem Recht gemäß anweisen. Dann wurden wir zu unserer Entscheidungsfindung aufgefordert. Der Richter versprach uns, das Gesetz zu geben. Wir haben genau nachgesehen und es war nicht zu finden. Wir reichten eine schriftliche Forderung nach dem Gesetz an den Richter ein. 10 Minuten später bekamen wir die schriftliche Antwort. Es hieß, Sie haben alles, was Sie brauchen. Aber da war kein Gesetz, wie er versprochen hatte. An diesem Punkt fühlte ich mich betrogen. Er hatte uns das Gesetz versprochen und darum ging es doch bei der Sache. Das Gesetz. Wir forderten das Gesetz und er weigerte sich trotzdem. Warum? Es gibt kein Gesetz. Wir reden hier über die Gesetze des Bundesstaates Illinois, welche in Illinois Gültigkeit besitzen. Und es gibt da dieses eine Gesetz. Wir lasen es mehrmals und ich sagte, wartet. Die anderen meinten bereits, das ist doch das gesuchte Gesetz. Doch ich verwies auf den Beginn des Gesetzes, wo es heißt, jeder, der verpflichtet ist, die auf nationaler Ebene gültige Einkommensteuererklärung auszufüllen, ist auch im Bundesstaat Illinois verpflichtet, sie auszufüllen. Wenn es also tatsächlich stimmt, dass er keine nationale Einkommensteuererklärung ausfüllen muss, dann würde dies das Gesetz von Illinois gegenstandslos machen. 2 Jurymitglieder warnten, er wird damit noch davonkommen. Ich meinte, er wird außer mit seinem Recht mit nichts davonkommen. Wenn es kein Gesetz gibt, das er gebrochen hat, dann besteht er nur auf seinem Recht. Werden wir ihm das Recht vorenthalten? An dem Punkt lehnte sich dieses eine Jurymitglied zurück, rollte die Augen und sagte, du meinst, wir müssen keine Steuern zahlen? Plötzlich begriffen wir, dass es bei diesem Fall um eine viel größere Sache ging und die Folgen enorm sein würden, wenn die Sache tatsächlich herauskommt. Wir fühlten uns, als hätten wir dieses große Geheimnis der Regierung entdeckt. Als wir dann zum Richter zurückkehrten,
und ihm den Urteilsspruch gaben, war er, glaube ich, fest davon überzeugt, dass wir den Angeklagten schuldig gesprochen hatten. Der Grund für diese Annahme war der Gesichtsausdruck des Richters, als das erste Freispruchurteil verlesen wurde. Sein Gesicht wurde weiß und er war total baff. Beim zweiten verlesenen Freispruch konnte man die Überraschung bei den Zuschauern im Gerichtssaal hören. Was? Das Gesicht des Richters wurde rot und er kochte vor Wut. Der Richter stand auf und verließ den Saal. Ich saß da und dachte, das ist wirklich ein Sieg für das Volk. Ich hatte mich noch nie patriotischer gefühlt. Wir hatten das Richtige getan. Ich blickte zu Mr. Harrell und dachte, das System funktioniert vielleicht nicht immer. Aber dieses Mal hat es für diesen Mann funktioniert. Im November 2004 verhaftete die Regierung den ehemaligen IRS-Ermittler Joe Bannister. Sie klagten ihn wegen Betruges an, weil er den amerikanischen Bürgern die Wahrheit über die Einkommensteuergesetze erzählte. Die Jury war auf Joes Seite. Es zeigt, dass Mr. Bannister ehrlich und aufrichtig ist und gesetzestreu. Vernus Kuglun, eine Pilotin für Federal Express, sagte, es gibt kein Gesetz, wonach Amerikaner eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Sie gewann ebenfalls vor Gericht. 24 Leute wurden vom IRS angeklagt, weil sie sagten, es gäbe kein Gesetz für die Einkommensteuer. Weder der Richter, noch der Ankläger oder der IRS konnten die Statuten zeigen, weil diese einfach nicht in den Büchern stehen. Die Jury sprach alle Angeklagten frei. Wenn die Sache auf dem Prüfstand liegt, damit meine ich die Gerichte und die Vollstreckungen, dann haben wir eine hundertprozentige Erfolgsrate beim Abschmettern dieser Argumente. Die Mafia folgt einem Kodex, einem Ehrenkodex. Der IRS hat keinen Ehrenkodex. Das ist Bundesrichter Dawson, der den Steuerfall Irwin Schiff behandelte. Er verweigerte Irwin, der Jury zu zeigen, dass es kein Gesetz gibt, laut dem man die Einkommensteuer zahlen muss. Er verweigerte es mit den Worten, ich werde das Gesetz nicht in meinem Gerichtssaal dulden. Dawson stellte sicher, dass die Regierung das Gesetz nicht zeigen muss, indem er die Jury anwies, ihr müsst dem Gesetz so folgen, wie ich es euch gebe. Niemand kann wissen, was das Gesetz ist, denn das Gesetz ist das, was die Richter sagen, dass es ist. Die unteren Gerichte erlauben es den Bürgern nicht, ganz besonders in Steuersachen, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs als Beweis einzubringen. Hier haben wir einen Bundesrichter, der einen amerikanischen Bürger niedertrampelt und sagt, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs wären irrelevant. Und wieder mal taten die Massenmedien nichts, um unsere Freiheit zu verteidigen. Falls Sie also jemals in einem Steuerfall in der Jury sitzen, fordern Sie den Richter auf, die vom Kongress geschriebenen Statuten zu zeigen, laut denen die Regierung die Löhne der Bürger besteuern darf. Wenn der Richter das Gesetz nicht zeigen kann, wie können Sie dann mit gutem Gewissen jemanden verurteilen und das Leben dieser Person zerstören? Sehen wir, wie der IRS einen der größten Helden Amerikas behandelte. Einen Mann, den ich als Kind sehr schätzte. Joe Louis war eine amerikanische Ikone. Erfolgreich in seinen ersten 20 Kämpfen stieg er bald zum Schwergewichtsweltmeister auf.
Sein K.O.-Sieg im Jahr 1938 gegen den Deutschen Max Schmeling, welcher Hitlers arisches Ideal darstellte, brachte Lewis die Bewunderung von Millionen von Amerikanern ein. Kurz nach Pearl Harbor hatte er einen Titelkampf, dessen Prämie er an die Kriegshilfe der Marine spendete. Ich arbeite für mein Land und das ist die großartigste Arbeit, die irgendjemand machen kann. Du gibst einen Haufen Geld weg. Ja, wir alle geben zu diesem Zeitpunkt viel an unser Land. Joe meldete sich freiwillig für die rassengetrennte Armee und verteidigte während seinem Dienst seinen Titel. Dieses Mal spendete er seine Kampfprämie an die Armeehilfe. Es ist mir eine Ehre, das zu tun, was jeder Amerikaner tun würde. Da die Schecks auf Joes Namen lauteten, besteuerte der IRS die komplette Spendensumme. Das, obwohl Joe nie einen Cent von dem Geld behalten hatte. Im Krieg wurde Joe ein Ehrenorden verliehen. Was die meisten nicht wussten, war, dass der IRS von Joe $50,000 pro Jahr alleine für Zinsen auf seine Steuerschulden verlangte. Als Joes geliebte Mutter ihm nach ihrem Tod $600 vererbte, beschlagnahmte der IRS das Geld sofort. Der IRS beschlagnahmte auch alle Treuhänderfonds seiner Kinder. Joe war gezwungen, weiter zu boxen, bis er 37 Jahre alt und außer Form war, nur um zu versuchen, den wachsenden Schuldenberg zurückzuzahlen, der auf $1 Million angestiegen war. $100,000 pro Jahr nur für die Zinsen. Später in seinem Leben arbeitete er als Begrüßer im Las Vegas Hotel, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es war absolut beschämend zu sehen, wie ein Mann wie er, ein großer Kämpfer und ein großartiger Mensch, auf diese Weise erniedrigt und zerstört wird. Wenn du dem IRS Geld schuldest, dann nehmen sie dir, ganz egal, was du besitzt. Und sie haben Joe Lewis viel genommen. Ich entschied mich, von Washington nach Virginia Beach zu fahren, denn ich hörte Geschichten über zwei gesetzestreue Familien, denen vom IRS massiv geschadet wurde. Sie waren von ihrem Buchhalter fälschlich beschuldigt worden, Steuerhinterzieher und Drogenschmuggler zu sein. Der IRS führte ohne vorherige Untersuchung des Falls Razzien in Geschäftsräumen und Häusern der unschuldigen Familien durch. Am Samstagmorgen, einen Tag vor Ostern, führten vier Einsatzteams Razzien an vier Orten durch. Ich war die leitende Angestellte im Dienst an jenem Moment. Und dann kamen diese Leute durch die Tür. Wie viele? Vielleicht 15 bis 20 Leute. 15 bis 20 bewaffnete Beamte? Mit Hunden und Waffen. Sie befahlen uns, alle in die Küche zu gehen, befahlen den Kunden, mit dem Essen aufzuhören, nahmen ihnen sogar die Gabeln aus den Händen, befahlen den Kunden zu gehen. Ich bekam diesen aufgeregten Anruf, sprang sofort aus dem Bett und unter die Dusche. In der Dusche hörte ich dann meinen Sohn rufen. Dad! Die Tür schlug mir entgegen. Ich fiel an die Wand und dann zu Boden. Sie hielten mir eine Waffe an den Kopf und fragten, wo ist Scotty Miller? Ich rief, Dad! Sie schrien mich weiter an. Als nächstes riss jemand den Duschvorhang weg, hielt mir eine Waffe an den Kopf und sagte, keine Bewegung. Ich hörte Schreie von meiner Tochter und ihren drei Freundinnen, die eine Pyjama-Party hatten. Drei Männer kamen in mein Zimmer mit riesigen vorgehaltenen Waffen. Sie wollten zusehen, wie wir uns anzogen. Ich wollte die Tür schließen und dieser Kerl hält sie mit seinem Fuß offen. Ich sagte zu ihm, nein. Die Nachbarn standen alle draußen. Warst du nackt? Sie hatten mir ein Handtuch gegeben. War das Handtuch groß genug? Kaum. Sie fragten mich dann über Waffen aus. Es war total verrückt. Sie suchten überall, öffneten alle meine Schubladen. Ich wollte meine Unterwäscheschublade öffnen, um mir Unterwäsche zu holen, und sie schrien, fass nichts an! Und zielten mit ihren Waffen auf mich. Beweg dich nicht! Keine Bewegung! Ich sagte, ich wollte nur eine Unterhose holen. Frauen stehen hier rum. Sie nahmen alles mit. Wie konntest du dein Geschäft weiterführen, obwohl sie alles mitgenommen hatten? Es war unmöglich.
Eigentlich muss die Regierung einem bei einer Beschlagnahmung wenigstens so viel lassen, damit man sein Geschäft weiterführen kann. Aber sie behielten alles. Und die erhoben nicht mal eine Anklage. Genau, Anklage weshalb? Wenn man über den IRS spricht, dann zittern alle und bekommen so viel Angst, dass sie nicht über die Sache reden wollen. Ich sagte vor dem Kongress aus, ich möchte fragen, warum diese bedrohliche Macht namens IRS in mein Leben kam und sich weigerte, es zu verlassen. Ich dulde bei meinen Kindern keinerlei Unehrlichkeit. Jetzt werde ich angeklagt, ein großer Drogendealer und Steuerhinterzieher zu sein. Viele Leute werden angegriffen. Und sie sagen, okay, ich zahle. Lasst mich einfach in Ruhe. Wir mussten Bankrott erklären. Man nahm unsere Autos weg und verhinderte, dass meine Tochter studiert. Denken die über die Leben nach, die sie zerstören? Die Besitztümer und Haushalte? Nein. Wir hätten nie gedacht, dass sowas passieren könnte. Wir haben nie etwas Kriminelles getan. Wie kann das in Amerika passieren, wo ich doch alles richtig gemacht habe? Ich diente meinem Land. Ich habe studiert. Ich habe etwas in meinem Leben erreicht. Ich hatte einmal einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ich bezahlte 40, 50 Jahre lang meine Steuern. Es gab nie eine Steuerprüfung. Was ist hier passiert? Ich hatte dieses ungute Gefühl in der Magengegend und fragte mich, wie konnte sich Amerika von einem freien Land mit einer dem Volk dienenden Regierung und einer Rechte garantierenden Verfassung in ein Land verwandeln, das vorgab, frei zu sein, es aber nicht war? Der Wandel begann, als die Federal Reserve geschaffen und dadurch eines der zentralen Konzepte aus dem Kommunistischen Manifest übernommen wurde. Die Zentralbank. Dieselben Leute, die das Federal Reserve System schufen, steckten hinter der Einführung der gestaffelten Einkommensteuer. Ein zweites Konzept aus dem Kommunistischen Manifest. Wussten Sie, dass die Federal Reserve ein Privatunternehmen und kein Bundesamt ist? Nein, das wusste ich nicht. Eine Privatbank? Das würde mich ziemlich erschrecken. Was sagen Sie dazu, dass die Federal Reserve Geld an ihren Steuern verdient? Ich würde mich wütend fühlen. So wie jetzt. Ich würde mich betrogen fühlen von meiner Regierung. Ich wäre sauer. Ziemlich beschissen. Die kontrollieren so ziemlich alles. Ich fuhr zurück nach Washington, um Dr. Ron Paul zu treffen. Er ist seit 20 Jahren ein Kongressabgeordneter. Ich lernte ihn 1998 kennen, als ich in Nevada für das Gouverneursamt antrat, und ich hatte ihn als ehrlichen und anständigen Mann in Erinnerung. Ich war sicher, er könnte mir erzählen, was die Zukunft für die amerikanischen Bürger bereithält. Wem gehört die Federal Reserve? Das ist geheim. Und wir können nicht herausfinden, was los ist. Der Kongress hat sie geschaffen, aber sie ist nicht von der Verfassung autorisiert. Die Regierung kauft Geld von einem Privatunternehmen, welches das Wort staatlich im Namen hat und Vereinigte Staaten auf die Dollars druckt. Und die Regierung zahlt dann an die Federal Reserve zurück, die im Besitz von Privatbanken ist, deren Identitäten wir nicht mal alle kennen. Das Geld, das die Regierung an die Privatbanken zahlt, kommt von dir und mir. Warum soll die Regierung Geld leihen und Zinsen dafür zahlen, wenn sie das Geld ohne Zinsen selbst drucken kann? Die Federal Reserve ist genauso wenig staatlich wie Federal Express. Ich denke, niemand hat bislang eine vollständige Liste der Besitzer gesehen. Die Regierung arbeitet für eine Privatbank und die Privatbank arbeitet für ihre Besitzer. Die waren Bosse. Leute fragen mich über das Thema Demokraten gegen Republikaner und scheinen es nicht zu kapieren. Ich erkläre ihnen. Es ist organisiertes Verbrechen. Nenn einfach die Republikaner die Genoveses und die Demokraten die Gambinos. Die Typen an der Spitze betrachten das Ganze wie ein Casino-Würfelspiel. Sie machen viel Geld. Manchmal erschießt einer den anderen am Tisch, aber sobald das Spiel selbst in Gefahr ist, verteidigen sie es gemeinsam. Sie werden alle kontrolliert von denselben Machtgruppen. Wenn die Banken ins Spiel kommen und eine Partnerschaft mit der Regierung eingehen, dann bekommen die Banken das Monopol, Geld herauszugeben. Und die Regierung zwingt die Bürger, dieses Geld zu akzeptieren. Im letzten Jahrhundert haben sie ein Land von unabhängigen Besitzern in ein Land von Angestellten verwandelt. Und die Leute sind nur einen Schritt davon entfernt, Sklaven zu sein. Bei den meisten Leuten geht der Großteil des Geldes für Steuern, Zinsen,
und Inflation drauf. Dieses ganze Geld geht an die beiden Gruppen, die das Kartell bilden, und an ihren Partner, die Bundesregierung. Kein Zufall. Wenn der Kongress das Federal Reserve System beenden würde, ging es dem amerikanischen Volk also viel besser. Die Regierung soll jegliche Währung schaffen und in Umlauf bringen. Das Schaffen und Verbreiten von Geld ist das höchste Vorrecht der Regierung und die größte schöpferische Handlungsmöglichkeit. Das Umsetzen dieser Prinzipien wird den Bürgern immense Zinszahlungen sparen und Geld wird nicht mehr der Herr, sondern der Diener der Menschheit sein. Abraham Lincoln. Den jungen Menschen wird praktisch von der Kindheit an eingehämmert, dass Kredite wundervoll seien und man seine Kreditwürdigkeit nicht beschädigen darf. Man muss alles tun, um bei der Bank einen guten Kredit zu bekommen. Leute, die nicht ihr eigenes Land, ihre Häuser und ihre Geschäfte selbst besitzen und leiten, sind nur Schuldner. Die jungen Leute wissen nicht, dass sie in ein Spinnennetz gelockt werden. Eine Falle. Als wären sie in einem feudalistischen System. Und sie denken auch noch, die Situation ist wundervoll. Ich habe eine neue rote Corvette, bin für den Rest meines Lebens verschuldet, aber ich sehe richtig gut in dem Wagen aus. Es wurde entschieden, lass die Leute mehr Schulden machen, verleg die Arbeitsplätze ins Ausland und anstatt die Leute umzubilden, werden sie verdummt, damit die Mittelklasse verschwindet. Die meisten Bürger sind Futter für die Schuldenmaschine geworden. Wenn jemand Geld leiht, zieht er sich einen Strick um den Hals und dient dem Geldverleiher. Genau dafür ist die Federal Reserve konzipiert. Und jetzt hilft der von den Banken dominierte Kongress, die Leute noch weiter in die Falle zu drängen. Mit neuen Bankrottgesetzen, die es den Leuten schwieriger macht, Bankrott zu erklären und einen Neuanfang machen zu können. Während den Banken gestattet wird, immens hohe Zinsen zu verlangen. Auf diese Weise kooperieren die Demokraten und die Republikaner mit den Banken, um die Nation legal zu versklaven. Die Kreditkartenindustrie spendet viel an Politiker. Und es scheint einfach so dreist. Die Kreditkartenunternehmen geben Geld an die Regierung, damit jene sie schützt, ganz egal, wie sehr es der Wählerschaft zum Nachteil ist. Ja, das passiert ziemlich oft. Der Präsident wählt den Vorstand des Federal Reserve Systems aus einer Liste aus, die von den Bankern selbst vorbereitet wird. Die Suche nach einem Nachfolger für Greenspan geht weiter und wird von einer kleinen Gruppe von Leuten betrieben, die eine Liste mit Nominierungen ausarbeiten. Es ist wichtig, dass wen auch immer ich auswähle, als eine Person betrachtet wird, die unabhängig von den Politikern ist. Wenn das amerikanische Volk es den Banken jemals gestattet, die Herausgabe der Währung zu kontrollieren, dann werden die Banken und die Konzerne wachsen und den Bürgern sämtlichen Besitz nehmen, bis deren Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen, den ihre Väter erobert hatten. Thomas Jefferson. Die Federal Reserve ist also ein illegales Gebilde innerhalb der Regierung. Sie ist illegal. Was wir dieser sogenannten Behörde gegeben haben, ist die Lizenz zum Falschgelddrucken. Wie funktioniert die Federal Reserve? Sie geben einfach Zahlen in einen Computer ein. Oh, du brauchst heute 20 Milliarden. Hier hast du sie. Das Geld wird aus dem Nichts hergezaubert. Es wird an das Finanzministerium weitergegeben, das dann die Rechnung zahlt. Es ist also genauso wie das Spielgeld bei Monopoly. Die Lebenskosten sind heute so hoch, weil die Federal Reserve und die Bundesregierung die Kaufkraft des Dollars zerstört haben. Der Dollar ist heute tatsächlich nur noch 4 Cent wert. Obwohl uns die Regierung, die Federal Reserve und die Medien ständig versprechen, dass sie den Wert des Dollars schützen. Das ist eine Lüge. In allen Nationen, in denen versucht wurde, Geld aus dem Nichts herzuzaubern, ist die Währung letztendlich zerstört worden. Warum gaben wir ein Monopol auf das Schaffen von Geld aus dem Nichts an ein Privatunternehmen? Das Resultat ist das gleiche, als wenn jemand sie jedes Jahr ausraubt. Das ist, was sie tun. Ursprünglich war das Papier eine Quittung dafür, dass das eigentliche Geld existiert.
Über die Jahre hat die Regierung das Papier schrittweise von dem eigentlichen, realen Wert abgekoppelt. Und jetzt haben wir Papier, das eine Quittung für gar nichts ist. In der Vergangenheit konnten die Leute ihre Quittungen, ihr Papiergeld, zur Bank tragen und dafür das Gold abholen. Dies limitierte die Menge an Papiergeld, die gedruckt werden konnte, und schützte die Kaufkraft unserer Ersparnisse. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Gut, denn ich habe 3 Jobs und ich denke, ich leiste meinen Beitrag. 3 Jobs? 3 Jobs. Wow, unvergleichlich amerikanisch, oder? Fantastisch. Ohne den Goldstandard sind die Ersparnisse nicht vor der Inflation zu schützen. Es gibt keine sichere Verwahrung von Wert. Gold ist ein Schutz für Eigentumsrechte. Dies sagte Alan Greenspan, bevor er für das Federal Reserve System arbeitete. Jetzt wollen er und die anderen Zentralbanker ihnen weismachen, dass die Quittung, das Papier, das echte Geld ist. Das ist nichts weiter als ein Taschenspielertrick, ein Zauberkunststück. Um die Kontrolle über die Menschen und die Regierung zu behalten, müssen die Banker uns vormachen, dieses Papier sei wirklich Geld. Das ist die Essenz ihrer Macht und unserer Machtlosigkeit, unsere eigene Regierung zu kontrollieren. Was geschah mit dem Gold in Fort Knox? Niemand weiß das wirklich. Als ich im Goldausschuss diente, forderte ich eine Neuüberprüfung des Goldes und es wurde 15-2 dagegen gestimmt. Es ist das Gold der amerikanischen Bürger. Wir wollen eine Auflistung der existierenden Vorräte. Mir wurde gesagt, die Federal Reserve hat die Kontrolle über das Gold übernommen als Pfand für die Dollars, die sie drucken. Sie listen das Gold auf ihrer Bilanz. Wie kann die Federal Reserve, ein Privatunternehmen, das Gold auf ihrer Bilanz listen? Sie behaupten, sie bunkern es für das Finanzministerium. Wenn diese Privatbank das Gold kontrolliert, könnten sie Amerikas Reichtum gestohlen haben. Das ist möglich. Sollte der Kongress sich nicht erheben und fragen, wo das Gold ist? Die Fed wird nicht überprüft. Sie kontrolliert das Gold Amerikas und wird nicht kontrolliert? Nein. Arbeitet die Federal Reserve nicht unterhalb des Kongresses? Der Kongress ignoriert seine Aufsichtspflicht. Weder der Präsident noch der Kongress haben irgendwelche Kontrolle über dieses Kartell. Es hat nur den Anschein von Kontrolle. Die Federal Reserve hat mit Hilfe der Demokraten und Republikaner im Kongress die amerikanischen Bürger betrogen. Sie haben Amerikas Reichtum, das Gold, gestohlen und uns dafür ein Stück wertloses Papier gegeben. Und wieder mal kein Wort darüber von den Medien. Diese Betrügereien werden so lange weitergehen, bis der Kongress nicht mehr von den Bankern der Federal Reserve eingeschüchtert ist und der Kongress mit seiner Rechtsbefugnis die Federal Reserve auflöst und dem Verlust unserer Freiheit Einhalt gebietet. Gibt es ein Gesetz für die Einkommensteuererklärung? Kein klares Gesetz, aber sicherlich angedeutet. Es wird vollstreckt, aber gibt es ein Gesetz? Ich kann kein Gesetz benennen, nein. Aber wenn die es für das Gesetz halten und all die Waffen haben, wissen Sie, das ist eine autoritäre Herangehensweise. Aber das ist ein autoritäres System und kein Land des Rechts. Denkst du als Kongressabgeordneter, dass Amerika mehr und mehr zum Polizeistaat wird? Und wenn ja, auf welche Weise? Ich denke, wir bewegen uns dorthin, denn man kann nicht mehr viel tun ohne Erlaubnis. Ohne ein Polizeistaatssystem hat man die Freiheit, zu tun, was man möchte, solange man kein Verbrechen begeht. Heute kann man kein Geschäft mehr aufmachen oder Landwirtschaft betreiben, ohne Erlaubnis. Man kann nicht mehr zur Bank oder zum Arzt gehen, ohne dass die Regierung davon weiß. Das Arztgeheimnis ist weg, das Bankgeheimnis ist weg, das Recht auf Grundbesitz ist praktisch weg. Man braucht für fast alles eine Erlaubnis der Regierung. Wenn das einen Polizeistaat definiert, dass man für alles eine Erlaubnis braucht, dann sind wir auf dem Weg dorthin. Ich hoffe, die Leute werden letztendlich die Nase voll davon haben und sagen, genug ist genug. Ich glaube fest daran, dass die Banken, die das Recht auf Herausgabe der Währung haben,
eine größere Gefahr für die Freiheit darstellen als Armeen. Thomas Jefferson. Man muss verstehen, die Federal Reserve ist ein Kartell, bestehend aus mehreren Großbanken. Sie haben die Macht, nicht die Bundesregierung. Die Machtgruppe hinter dem System, die Banker, haben einen überproportionalen Einfluss auf die wirtschaftliche und politische Struktur des Landes. Das wäre der ultimative Eingriff der Regierung in unsere Gesundheit. Genauer gesagt, ein Eingriff einer bürokratischen, nebulösen, supranationalen Geheimregierung. Ich möchte den amerikanischen Bürgern einfach versichern, dass ich die Autorität besitze, dies zu tun. Die Bürger erwarten von mir, dass ich ihre Freiheiten beschütze, und das werde ich tun. Die Verfassung bewahren, sie beschützen und sie verteidigen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Was, wenn Ihre Regierung mehr und mehr Gewalt gegen Ihre Bürger einsetzt zum Erreichen von politischen Zielen? Betreibt diese Regierung Terror? Sehen wir uns nun an, wie die Regierung die Bürger von New Orleans behandelt hatte. Niemand darf bewaffnet sein. Wir werden alle Waffen konfiszieren. Dies geschah heute in dieser reichen Nachbarschaft, wo sich die Bürger bewaffnet hatten, um ihre Anwesen zu schützen. Die Bürger wurden gefesselt und ihre Waffen konfisziert, aber die Polizei ließ die Leute in ihren Häusern bleiben. War das nicht nett von der Regierung, die Leute in ihren eigenen Häusern bleiben zu lassen? Wie rücksichtsvoll. Natürlich konnten sich die Bürger danach nicht mehr vor Plünderern schützen. Für viele Polizisten und Soldaten ist es ein ungutes Gefühl, diese Arbeit in einer amerikanischen Stadt durchzuführen. Man hat nie erwartet, sowas in seinem eigenen Land zu tun. Wenn man die Straßen entlangläuft, möchte man gar nicht an die Dinge denken, die man vielleicht tun muss. Wir verlieren unser Recht auf Grundbesitz. Die Regierung konfisziert immer mehr Land unter mehr Vorwänden und den Eminent-Domain-Gesetzen.
Die Wertverfallsgesetze sind mehr geworden. Damit können Kläger jemanden einfacher beschuldigen. Polizisten können jemandes Eigentum beschlagnahmen, ohne dass die Person etwas verbrochen hat. Unschuldig zu sein bedeutet nicht mehr viel, denn so passt es der Regierung in den Kram. Wenn man hinter die Fassade sieht, von dem, was den Leuten heute als Amerikanismus verkauft wird, dann findet man das, wogegen wir gekämpft hatten, als wir gegen die Nazis, den Kommunismus und Faschismus gekämpft hatten. Die Regierung hat einen nationalen Pass vorbereitet und es wird Checkpoints geben. Wir werden unsere Ausweise mit uns führen müssen und sie haben Checkpoints im ganzen Land empfohlen. Ist das nicht, was man in Nazi-Deutschland gemacht hatte, was wir bekämpft hatten? Ihre Papiere bitte? Können wir Ihre Papiere sehen? Ich glaube, ich habe sie nicht bei mir. In diesem Fall muss ich Sie bitten, mit uns zu kommen. Warten Sie, hier sind Sie. Die sind vor 3 Wochen abgelaufen. Sie müssen mitkommen. Halt! In der neuen Gesetzgebung ist der neue Ausweis vorgesehen. Das wird auf 3 Seiten beschrieben. Es wird mit den Führerscheinen verbunden sein. Die Bundesstaaten werden genau angewiesen, was zu tun ist. Die Sozialversicherungsnummern werden verwendet. Physische Daten wie Fingerabdrücke oder Iris-Scan müssen dabei sein. Es ist Zeit, aufzuwachen, Amerika. Diese Ausweise sind nicht dazu da, um Terrorismus zu bekämpfen, sondern um die amerikanischen Bürger zu kontrollieren. Ich bekam ein Interview mit Catherine Albrecht, eine führende Expertin über die RFID-Chips. Ihr Buch Spy-Chips ist das letzte Wort über das Thema. Ich wollte herausfinden, wie gefährlich diese Chips für unsere Freiheit sind. RFID-Technologie benutzt winzige Computerchips von der Größe eines Sandkorns oder kleiner, verbunden mit einer Antenne, die Informationen per Funk übermittelt. Im Jahr 1999 setzten sich Procter & Gamble, Gillette und Leute vom MIT zusammen, um diese Technologie zu kommerzialisieren, sie so weit zu verkleinern, billiger und effizienter zu machen, dass irgendwann jeder weltweit hergestellte Gegenstand einen solchen Chip enthalten wird. Die neueste Entwicklung der Identifikationstechnologie für Menschen ist der implantierbare Mikrochip, eine reiskorngroße Glaskapsel, die einen RFID-Chip samt verbundener Ringelantenne enthält. Diese Technologie kann ebenfalls Daten über größere Distanzen übertragen. Können elektronische Erkennungszeichen in einen menschlichen Körper implantiert werden, um sämtliche Bewegungen dieser Person zu überwachen? Es wird bereits darüber diskutiert. Sie werden irgendwann darüber urteilen müssen, bevor Ihre 10-jährige Amtszeit vorüber ist. Merken Sie sich meine Worte. Leute, unter anderem vom Heimatschutzministerium und dem Verteidigungsministerium, haben ihr Interesse verkündet, die amerikanischen Bürger mehr zu überwachen. Ein Weg, das zu tun, wäre natürlich zu bestimmen, wer was kauft und was jemand damit macht. Funkwellen können durch Wände hindurchgehen, Holz, alles, womit wir normalerweise unsere Privatsphäre schützen. Ihre Geldbörse, Ihr Rucksack, Ihre Tasche, alles, was Sie mit sich herumtragen. Philadelphia-Käse von Kraft wurde mit RFID-Chips versehen und verkauft, genau wie Mach 3 Rasierklingen und andere Rasierprodukte. Die Chips sind so klein wie ein I-Punkt im Kleingedruckten auf der Packung eines Produktes, das Sie kaufen. Es sollen RFID-Auslese-Antennen an allen Flughäfen installiert werden, in allen Bussen, Zügen, Häfen. Ein weiterer Vorschlag ist, RFID-Chips in Bargeld einzubauen, damit bei jeder Banknote nachvollzogen werden kann, wer sie hatte, wohin sie gegangen ist und im Prinzip eine überprüfbare Spur geschaffen wird. Das würde die Anonymität von Bargeld, wie wir sie heute haben, auslöschen. Die Bankautomaten würden jeden einzelnen Geldschein vor der Auszahlung auslesen. Und es wäre ja ebenfalls die Identität des Kunden bekannt, da jener sich schließlich vor dem Geldabheben identifizieren muss.
Wenn man mit dem Geld dann in einem der großen Ladenketten einkauft, werden die Geldscheine wieder von einem Lesegerät gescannt und es wird irgendwo die Information gespeichert werden, dass Geld von Aaron Russo zum Beispiel an Walmart gezahlt wurde. Sobald alles, was man tut, mit einer Nummer verbunden wird und man nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, dann braucht man nur deinen Chip deaktivieren, um dir den Bürgerstatus abzuerkennen. Du wärst dann zu keinen Aktivitäten in der Gesellschaft mehr fähig. Du könntest nicht mal mehr Essen kaufen. Durch die Implementierung des Federal Reserve Systems wurde der amerikanische Bürger von einem Individuum, welches Gold und Privatsphäre besitzt, zu einem Wesen ohne Privatsphäre, welches nur noch digitales Geld besitzt. Sie können von deinem elektronischen Besitz jederzeit jeden Betrag abziehen. Sie können dich jederzeit überwachen und du bist von ihrer Gnade abhängig. Gott schütze uns davor, dass das hier in Amerika passiert. Das ist absolut wie in Orwells 1984, wo Big Brother dir 24 Stunden am Tag über die Schulter blickt. Überall, wo du hingehst, was auch immer du kaufst, jede Aktion mit einem Unternehmen wird der Regierung bekannt sein. Pizza Palace, Lieferung in 30 Minuten oder Geld zurück. Mein Name ist Mary, wie lautet Ihre Bestellung? Hi, Mary. Ich möchte bestellen. Mr. Kelly, richtig? Ja. Danke, dass Sie wieder anrufen. Ihre nationale Identifikationsnummer lautet 610204-9998-45-54610, richtig? Ja. Danke, Mr. Kelly. Ich sehe, Ihre Adresse lautet Montrose Court 736 und Sie rufen von Ihrem Handy aus an. Sind Sie zu Hause? Ich bin auf der Arbeit. Oh, wir können zu Bobs Autoteile liefern. 175 Lincoln Avenue, richtig? Nein, ich bin auf dem Weg nach Hause. Woher wissen Sie das alles? Oh, wir sind jetzt mit dem System verbunden. Ich möchte 2 Ihrer Spezialpizzen mit Doppelfleisch bestellen. Okay, darauf gibt es aber $20 Aufpreis. Was meinen Sie? Laut dem System zeigen Ihre medizinischen Daten, dass Sie einen extrem hohen Blutdruck und Cholesterinspiegel haben. Wir haben einen Vertrag mit Ihrer Krankenversicherung, sodass Sie die Pizza bestellen können, wenn Sie schriftlich auf alle zukünftigen diesbezüglichen Krankenkassenzahlungen verzichten. Was? Stimmen Sie zu, Sie können die Verzichtserklärung bei der Lieferung unterschreiben. Es kommen aber Verwaltungsgebühren dazu. Das Ganze macht $67. $67? Inklusive $15 Aufschlag für das Liefern in eine orange Gefahrenzone. Ich lebe in einer orangenen Zone? Natürlich. Da war ein weiterer Überfall in Ihrer Straße gestern. Sie könnten $48 sparen, indem Sie unsere Gemüsepizza bestellen und sie selber abholen. Es sind Tofu-Stäbchen dabei. Sehr lecker und gesund. Aber ich will doppelt Fleisch. Dann können Sie sich auch die $67 leisten. Sie haben eben erst Tickets nach Hawaii bestellt, die waren auch nicht billig. Ah, ich sehe gerade, Sie haben letzte Woche das Buch Sparen im Urlaub ausgeliehen. Ihre Entscheidung. Okay, ich nehme die Gemüsepizza. Gute Wahl, Sie müssen auf Ihre Linie achten, wenn Sie an den Strand wollen. 1 Meter Bauchumfang, hä? Wow, da haben Sie das Gemüse nötig. Wie viel macht das? Es gibt einen Rabattcoupon über $3 in der aktuellen Ausgabe von Total Men's Fitness. Ihre Frau abonniert die, oder? Das macht dann zusammen 19,99. Ups, alle Ihre Kreditkarten sind am Limit. Halten Sie Bargeld bereit. Sind wir so kontrolliert und unwissend über unsere Rechte geworden, dass Großkonzerne und die Regierung mit uns anstellen können, was sie wollen? Und das ohne unsere Zustimmung? Ich wusste, dass die Gründungsväter bis zu ihrem Tod gegen das angekämpft hätten, was heute in Amerika geschieht. Ich werde keinen nationalen Ausweis akzeptieren. Wenn ihn niemand akzeptiert und keiner mehr ein Flugzeug besteigen kann, dann sollen die Flugunternehmen pleite gehen. Wenn man kein Konto mehr in einer der großen Banken eröffnen kann, dann können wir Konten in kleinen Banken eröffnen. Wenn wir kein Regierungsgebäude mehr betreten dürfen, dann würde ich dies als einen Segen bezeichnen. Lassen Sie nicht diese Institutionen vorschreiben, wie wir unser Leben zu führen haben. Das hier ist Amerika, und wir haben die freie Wahl. Alle Macht geht vom Volke aus, nicht von der Regierung. Die Regierung wird von uns ermächtigt, nicht umgekehrt. Denken Sie an all die Männer und Frauen, die in den Kriegen für Freiheit und nicht für die Federal Reserve Banker gekämpft hatten. Haben die Soldaten ihr Leben gegeben, damit Amerikaner gechippt werden wie Hunde? Damit wir alle einen Peilsender in unseren Körpern haben? Nein. Der Ausweis ist der letzte Schritt vor der Zwangsimplantierung.
Deshalb sollte ihn jeder ablehnen. Die Regierung wird die Massenmedien zu Hilfe ziehen, um die Leute zu überzeugen, dass alles einen guten Zweck hat. Wir arbeiten an einem Projekt namens PLD. Das steht für persönliches Ortungsgerät. Ein von meiner Firma patentierter, implantierbarer GPS-Chip. Ein Hybrid zwischen der digitalen Engel und der Verichip-Technologie. PLD sollte bis Ende des Jahres 2002 in Prototypform vorliegen und wir arbeiten mit der Nahrungs- und Medikamententestbehörde sowie den Justizbehörden zusammen. Eine Familie aus Florida leistete Pionierarbeit für eine schöne neue Welt. Sie ließen sich als erste freiwillig Mikrochip-Identifikationsgeräte implantieren. Nach 9/11 war ich wirklich besorgt um die Sicherheit meiner Familie. Ich hätte nichts gegen ein permanentes Implantat in meinem Arm, das mich identifiziert. Apropos Identifikationsdokumente. Sehen Sie, was dieser Frau in Florida passiert, die ohne gültigen Führerschein gefahren war. Get out of the car or I'm going to tase you. The next street off the secret. Alle Macht geht vom Volke aus. Dann löst sich die Regierung immer weiter von den Bürgern ab und wir haben einen Machttransfer, bis wir ein totalitäres Regime, einen Polizeistaat haben, wo der Wille des Volkes keine Auswirkungen hat. Es macht keinen Unterschied, welchen Kandidaten die Bürger wählen. Ich bin Programmierer. Ich habe für die NASA gearbeitet, ExxonMobil und für das Verkehrsministerium. Mr. Curtis, gibt es Programme, mit denen man heimlich Wahlen manipulieren kann? Ja. Woher wissen Sie das? Im Oktober 2000 programmierte ich einen Prototyp für Kongressabgeordneten Tom Feeney und die Firma in Eagle, Florida, für die ich gearbeitet hatte. Das Programm wäre dazu in der Lage? Es kann das Wahlergebnis auf 51-49% zugunsten des gewünschten Kandidaten umändern. Könnte das Programm, das Sie geschrieben haben, von den Wahlfunktionären beispielsweise in den Landkreisen entdeckt werden? Nein, die würden das nie merken. Wie könnte so ein heimliches Programm für Wahlmanipulation entdeckt werden? Man müsste es im Quellcode entdecken. Oder man müsste die Stimme nachzählen und mit dem Ergebnis abgleichen. Ansonsten entdeckt man es nicht. Die Verfügbarkeit solcher Wahlmanipulationssoftware und die Aussagen unter Eid über die substanziellen Abweichungen zwischen Hochrechnungen und den tatsächlichen Wahlergebnissen. Haben Sie eine Meinung darüber, ob die Präsidentschaftswahlergebnisse im Staat Ohio gehackt wurden? Ja, ich denke, sie waren gehackt. In anderen Worten, es gibt überhaupt keine Gewissheit bei den Ergebnissen. Absolut nicht. Jeder, der elektronischen Wahlmaschinen traut, ist völlig bescheuert. Jetzt beginnen wir, eine neue Welt erkennen zu können.
Eine Welt mit einer realistischen Aussicht auf eine neue Weltordnung. Die neue Weltordnung wird geschaffen werden und letztendlich aller nationaler Souveränität ein Ende bereiten. Das Untergraben der nationalen Souveränität Stück für Stück wird erfolgreicher sein als ein altmodischer Frontalangriff. Der Rat für Auswärtige Beziehungen. Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder durch die Zustimmung der Menschen erreicht werden wird. Paul Warburg, Rat für Auswärtige Beziehungen und Architekt des Federal Reserve Systems. Es gibt diese internationale Gruppe, die mit unserem Geld Gott spielt. Ist das Teil von dem, was Bush die neue Weltordnung nannte? Sie können nur eine neue Weltordnung haben, wenn Sie eine globale Polizei, ein globales Militär haben. Das Finanzsystem ist meiner Ansicht nach letztendlich sogar noch wichtiger als die Waffen. Die Zentralbanker der Welt arbeiten zusammen, um eine Weltregierung zu schaffen. Ein globaler Polizeistaat, der so finster ist wie alles, worüber George Orwell jemals geschrieben hat, in dem jeder Mensch einen eingepflanzten Mikrochip hat und die Banker sowie die Regierung jede unserer Transaktionen überwachen können. Ein Chip in jedem Menschen wäre das universelle Geldsystem par excellence. Man könnte dem System nicht entfliehen und man ist völlig von jenen abhängig, die die Daten auf dem Chip kontrollieren. Diese Strategien werden verfolgt von der Welthandelsorganisation, dem Internationalen Währungsfonds und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank aller Zentralbanken. Die meisten Menschen haben keine Ahnung davon, dass diese Privatbanker die Regierungen der Welt kontrollieren. Sie haben in menschenverachtender Weise jeden Krieg seit dem Ersten Weltkrieg finanziert und davon profitiert. Der Irakkrieg ist der Versuch der Federal Reserve und ihrem Partner, der Bank von England, den Mittleren Osten zu kontrollieren und ihn zu einem Teil der neuen Weltordnung zu machen. Um die neue Weltordnung zu verteidigen, werden US-Soldaten töten und sterben müssen. Arthur Schlesinger, Rat für Auswärtige Beziehungen. Soldaten sind nur dumme Tiere, die als Bauern in der Außenpolitik benutzt werden. Henry Kissinger, Rat für Auswärtige Beziehungen. Sehen wir uns nun ein Zitat von Robert Reich an, vormals Mitglied von Präsident Clintons Kabinett und einer von Clintons engsten Beratern. Das schmutzige kleine Geheimnis ist, dass beide Häuser des Kongresses irrelevant sind. Amerikas Innenpolitik wird bestimmt von Alan Greenspan und der Federal Reserve. Amerikas Außenpolitik wird heute vom Internationalen Währungsfonds gesteuert. Wenn der Präsident entscheidet, einen Krieg zu starten, dann braucht er dafür keine Kriegserklärung des Kongresses zu haben. Dr. Carol Quigley, Professor an der Universität von Georgetown und Bill Clintons Mentor, schrieb in seinem Buch Katastrophe und Hoffnung: Die Macht des Finanzkapitalismus hatte ein weitreichendes Ziel. Nichts Geringeres als die Schaffung eines Weltsystems der Finanzkontrolle in privaten Händen. Ein Finanzsystem, welches das politische System aller Länder der Welt sowie die gesamte globale Wirtschaft dominieren soll. Dann sagte Präsident Clintons stellvertretender Außenminister Strobe Talbot: Im nächsten Jahrhundert werden Nationen, wie wir sie kennen, obsolet sein. Alle Staaten werden eine einzige globale Autorität anerkennen. All die sogenannten Freihandelsabkommen wie NAFTA, GATT, CAFTA sind nichts weiter als die Zusammenarbeit der einzelnen Regierungen und der Banken, um eine Weltregierung zu schaffen. Es geht nicht um freien, sondern um regierungsgesteuerten Handel. Und die Abkommen zerstören den amerikanischen Arbeiter. Mit diesen Abkommen begingen die Banker, die Gesetze der Welt auch formal zu kontrollieren. Diese Partnerschaft zwischen Bankern, Regierungen und multinationalen Konzernen ist genau der Grund, warum die Regierungen ihre Immigrationsgesetze nicht mehr vollstrecken. Die Banker wollen eine Weltregierung ohne Grenzen und die amerikanische Regierung gehorcht. Wenn die Regierung sich doch angeblich so sehr um Terroristen sorgt, warum lässt sie dann die Grenzen offen, aber sagt gleichzeitig den amerikanischen Bürgern, sie bräuchten Ausweise mit RFID-Chips?
Mit ihrer Politik der offenen Grenzen hat die Bush-Administration bislang die Einwanderungsgesetze ignoriert. Dies war jedoch nur Teil einer größeren Agenda. Präsident Bush unterzeichnete ein formelles Abkommen, welches den Vereinigten Staaten, so wie wir sie kennen, ein Ende setzt. Er unternahm diesen Schritt ohne die Zustimmung des US-Kongresses und der Bürger. Bill Tucker berichtet. Die Sicherheits- und Wohlstandspartnerschaft Nordamerikas hat einen schönen Namen. Kritiker nennen sie NAFTA auf Steroiden und die wenigsten haben von dem Abkommen überhaupt gehört. Das wird durchgezogen von wenigen Personen an der Spitze, im Auftrag der Investoren. Die Arbeiterklasse, die Politiker in den Städten und Landkreisen und so weiter, wissen überhaupt nichts davon. Dem Abkommen wurde im Jahr 2005 zugestimmt von Mexikos Präsident Fox, Kanadas Martin und Präsident Bush. Die Bush-Administration entgegnet ihren Kritikern, dass alles über die unterzeichnete Partnerschaft auf der Webseite des Weißen Hauses zu finden sei. Die Partnerschaft sei weniger ein Abkommen, sondern ein Leitfaden für Prioritäten zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Manche wundern sich trotzdem, warum keine öffentliche Diskussion über die angeschriebenen Ziele geführt wurde. Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, ob die Amerikaner den Mut hätten, diesen Nonsens zu stoppen. Diesen Vorstoß einer Gruppe von Eliten, die unsere Gesetze, die Verfassung, alle unsere nationalen Werte umgeht. Ich hoffe, ich bete, dass ich recht habe, wenn ich sage, ja. Das ist einfach unglaublich. Sehen Sie, was in Europa geschah. Die Leute stimmten gegen die EU-Verfassung ab und wollten die Souveränität der einzelnen Nationen bewahren. Die Zentralbanker treiben die Regierungen dazu an, die EU-Verfassung durchzusetzen, obwohl die Leute dagegen sind und weder eine Weltregierung noch eine europäische Regierung wollen. Die Banker besitzen die Welt. Wenn du es ihnen wegnimmst, aber ihnen gleichzeitig die Macht belässt, Geld zu erschaffen, dann werden sie in wenigen Augenblicken genug Geld haben, um die Welt wieder zurückzukaufen. Nimmst du ihnen jedoch die Macht, Geld zu erschaffen, dann werden alle Reichtümer wie meine verschwinden. Und sie sollten auch verschwinden, denn ohne sie wäre die Welt ein freundlicherer und besserer Ort zum Leben. Aber wenn ihr weiterhin die Sklaven der Banker sein und die Kosten eurer eigenen Versklavung zahlen wollt, dann lasst die Banker weiterhin das Geld erschaffen. Sir Josiah Stamp, der ehemalige Direktor der Bank of England. Nach dem folgenden Zitat von David Rockefeller werden Sie besser verstehen, was mit der Welt und den USA heute los ist. Wir sind der Washington Post, der New York Times, Time Magazine und anderen großartigen Publikationen dankbar, deren Direktoren an unseren Treffen teilgenommen haben und ihre Verschwiegenheitsversprechen seit fast 40 Jahren einhielten. Es wäre für uns unmöglich gewesen, unsere Pläne für die Welt voranzutreiben, wenn wir während jenen Jahren dem Lichte der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen wären. Nun ist die Welt weiter fortgeschritten und bereit, in Richtung einer Weltregierung zu marschieren. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und der Weltbanker ist sicherlich der in vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen Selbstbestimmung vorzuziehen. David Rockefeller, ein Mitglied des Rates für Auswärtige Beziehungen. Er denkt wirklich, dass es uns besser gehen würde, wenn er und seine Bankerfreunde die Welt regierten. Es gibt ein gutes Zitat von Benito Mussolini über Faschismus. Er sagte, der Faschismus sollte Korporatismus genannt werden, weil er die perfekte Verschmelzung der Macht von Regierungen und Konzernen ist. Diese Definition von Faschismus sehen wir hier. Die Medien kontrollieren die Informationen, die eine Person erhält. Sie können auf verschiedenen Wegen sicherstellen, dass der durchschnittliche Fernsehzuschauer oder Zeitungsleser eine bestimmte Denkweise übernimmt. Dies ist gut, jenes ist schlecht, das reicht bereits. Betrachten wir die Besitzverhältnisse der Massenmedien in diesem Land. Wem gehört CBS? Viacom. Wem gehört NBC? GE. Wem gehört ABC? Disney. Amerikanern wurde beigebracht, von ihrer Regierung die Erlösung zu erwarten und die Regierung nicht als die größte Bedrohung zu erkennen, der sie jemals gegenüberstehen werden.
Die Vereinigten Staaten stellen nun eine Verfassung für den Irak zusammen. Geben wir dem Irak doch einfach unsere. Sie hat uns fast 200 Jahre lang gut gedient und wir scheinen sie nicht mehr zu benutzen. Mir gefällt das alte Konzept, bei dem man tun kann, was man will, solange man anderen dabei nicht schadet.
Ich denke, die ultimative Wahl, vor der die Menschheit steht, ist, entweder wir gehen alle drauf oder wir werden erwachsen. Werdet erwachsen, übernehmt Verantwortung.